Er gehört, liebe Schwestern und Brüder, zu den ganz großen, frühen Märtyrern. Er gehört zu den apostolischen Vätern, wie wir sagen. Es ist die erste große nachapostolische Generation. Als sich die Kirche aufmacht, wirklich nach Paulus die Spuren nachzuziehen und ihre Mission auszuweiten und sie heftigen Verfolgungen ausgesetzt ist. Ignatius von Antiochien. Die Überlieferung weiß von ihm, dass er jenes Kind war, das Jesus in die Mitte rief und in die Mitte der Jünger stellt, um darauf zu sagen, wer nicht wird wie dieses Kind. So haben wir am Beginn gesungen. Er ist nach Petrus der dritte Bischof von Antiochien. Unter Trajan unterliegt er der Verfolgung und wird nach Rom deportiert. Auf diesem Weg schreibt er 7 Briefe an die Gemeinden, auch einen nach Rom, an die Gemeinde von Rom, die versucht, sich für ihn einzusetzen, die versucht, diesen steinalten Mann zu retten. Aber es ist genauso, wie wir das in den schönen Worten von Peter Gerloff gesungen haben, dieser steinalte Kreis hat sich einen Geist der Jugend bewahrt. Eine Frische, die auf uns heute möglicherweise, da wir so ein bisschen eingeschlafen sind, verwunderlich wirkt, aber die ansteckend sein kann, wenn man dieser Stimme zuhört. An die Römer schreibt er: Ich schreibe allen Kirchen und schärfe ein, dass ich gerne für Gott sterbe, wenn anders ihr es nicht verhindern werdet. Ich rufe euch zu, werdet mir nicht unzeitiges Wohlwollen. Lasst mich ein Fraß für Bestien sein, durch die es möglich ist, zu Gott zu gelangen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde. Lieber schmeichelt den Bestien, dass sie mir zum Grabe werden und nichts von den Bestandteilen meines Leibes übrig lassen, damit ich nach dem Tod niemand zur Last falle. Dann werde ich wirklich ein Jünger Jesu Christi sein, wenn die Welt nicht einmal meinen Leib sehen wird. Fleht Christus für mich an, dass ich durch diese Werkzeuge als Gottes Opfer erfunden werde. Von Syrien bis nach Rom kämpfe ich mit Bestien, zu Wasser, zu Land, bei Tag und Nacht, an 10 Leoparden gefesselt, das heißt eine Soldatenabteilung. Diese werden sogar durch erzeigte Wohltaten noch schlimmer. Doch unter ihren Misshandlungen werde ich besser geschult, bin darum aber nicht gerechtfertigt. Möchte ich Freude an den Bestien erleben, die für mich bereit sind, und wünsche, dass sie sich mir gegenüber schnell entschlossen finden. Ich werde sie auch locken, mich schnell aufzufressen, nicht so, wie es bei manchen geschah, die sie aus Feigheit nicht anrührten. Wollten sie aber freiwillig nicht, so werde ich Gewalt anwenden. Habt Nachsicht mit mir. Was mir frommt, ich weiß es. Jetzt fange ich an, ein Jünger zu sein. Nichts des Sichtbaren und Unsichtbaren möge sich um mich bemühen, damit ich zu Jesus Christus gelange. Feuer und Kreuz und Rudel von Bestien, Zerreißen der Knochen, Zerschlagen der Glieder, Zermalmung des ganzen Körpers, des Teufels böse Plagen sollen über mich kommen, nur damit ich zu Jesus Christus gelange.